Wieder mal eine FAQ-Runde, eine Frage-Antwort-Runde zur Steambo Stinger Tactical Compact, zu den Wurfarmen, zu Griffen und sowieso und überhaupt. Und wenn dir das interessiert, bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Rainer Rossmann. Schön, dass du am Bogensportkanal dabei bist. Ich habe mir hier 7 FAQs aufgeschrieben. Fangen wir gleich mit Nummer 1 an, und zwar bei der Steamboat Stinger 2 Tactical. Du hast hier hinten einen Schaft, der ist längenverstellbar durch diesen Hebel hier. Wichtig dabei ist, wenn diese Schraube hier abgedreht wird, dann fällt das ganze Teil hier runter. Also die kann man nicht anziehen, die dreht sich durch. Aber sie könnte sich, wenn du es herausdrehst, absichtlich lockern. Das heißt, hier immer wieder anziehen, dass es hier ganz oben sozusagen ist und die Sache läuft. Das ist Punkt A und Punkt B. Der Schaft hat jetzt hier diese Position und, hörst du? Der hat ein leichtes Spiel. Das ist einfach so. Standard. Ist einfach so. Das ist einmal der Schaft von der Tactical. Dann Bohrungen, da bleiben wir gleich da. Es gibt bei uns einen Magazindeckel extra zu kaufen und die Frage, die auch immer wieder gestellt wird, weil wir haben ja eigene Picatinny-Schiene für diesen Deckel, da ist keine Bohrung vorgesehen, die musst du selbst setzen. Ich habe aber eine eigene Anleitung dazu, auch eine Videoanleitung, die den Kunden zur Verfügung steht. Und da wird auch immer wieder die Frage, wie kriege ich diese Videos? Du hast was gekauft, ja? Wie kriege ich die Videos? Du kriegst ja von uns, nachdem du eine Bestellung gemacht hast, eine E-Mail zugeschickt mit der Rechnung. Ist einfach so. Und in diesem E-Mail, du brauchst nur lesen, bei Bemerkungen steht, wie du Zugriff bekommst. Da sind auch die Zugriffsdaten sozusagen und der Weg, wie du zu diesen Videos kommst, dabei. Das heißt, du hast eine E-Mail von uns bekommen mit der Rechnung und dort steht auch dabei, wie du auf diese Videos zugreifst. Da zeige ich das. Ist nämlich ziemlich simpel. Ich kann es auch ganz kurz erklären. Schau mal her, wenn du dir diesen Deckel hier anschaust, dann ist da sind da zwei Kunststoffteile und da drinnen ist diese Bohrung zu setzen. Das ist wirklich einfach, wenn ich das hinkriege und ich bin fix kein Handwerker, dann schaffst du das auch. Das geht einmal ganz gut, das ist hier zu montieren. Frage, die sich dadurch auch immer wieder stellt, ist die Montage Leuchtpunktvisier. Ich habe da auch mit Steambo kurz drüber gesprochen, die sehen das genauso. Und zwar, das Leuchtpunkt gehört hier, Visier gehört eigentlich hier vorne her. Es gibt Leute, die das so sich bauen, montieren, das ist runtergefallen, die Schrauben sind ja bei uns, Montageschrauben sind dabei, und dann das Leuchtpunktvisier hierher bringen. Kannst du machen, wenn es dir lieber ist, aber eigentlich ist es gescheit, das Leuchtpunktvisier hier vorne zu montieren. Warum? Dein Auge hat hier vorne den Leuchtpunkt, dadurch hast du mehr Abstand. Mehr Abstand bedeutet, dass wenn du anvisierst, Ziel weiter hinten, 10 Meter zum Beispiel, dass du einfach viel genauer schießen kannst. Du hast, auch wenn du dich leicht bewegst, ja, bist du viel mehr im Ziel. Leuchtpunkt ist hier, gehört hier vorne her. Wenn du denn wirklich ein Zielfernrohr auf die Tactical montieren willst, was viele wollen und ihnen gut gefällt, und kannst du auch tun und kriegst alles bei uns, das gehört hinten, das ist klar. Aber das Leuchtpunktvisier, das gehört vorne. So, seitliche Montage, entweder für Bogenlaser oder Armbrustlaser oder Lampe oder sonstiges. Auch hier musst du die Bohrungen selbst machen. Auch da gibt es eine Anleitung, das ist eine PDF-Anleitung, die du dir bei uns runterladen kannst. Ist wirklich sehr einfach, wirklich sehr einfach. Magazin runterbauen, Magazin auseinandernehmen. Hier sind auch schon zwei Bereiche vorgegeben, wo man durchbohren muss, und die Sache ist erledigt. So, noch was. Warum will ich seitlich bohren? Vielleicht auch wegen dem hier, wegen dem Pfeilköcher. Wenn du den Pfeilköcher dir kaufst, dann ist der mal einfach der Pfeilköcher mit diesem Montageelement. Aber das bedeutet, du kannst ihn nur hier unten montieren. Wenn du ihn seitlich montieren willst, was auch cool ist und auch machbar ist und warum auch nicht, dann brauchst du die dicke Picatinny-Schiene dazu. Denn wenn du eine Standard-Picatinny-Schiene nimmst, ich habe jetzt hier eine in Orange, aber das ist jetzt egal, hier jetzt nimmst, dann, und die ist flach, die ist nicht hoch, sondern ist flach, dann kannst du zwar den Pfeilköcher hier seitlich montieren, kriegst aber hier nichts mehr drauf, kannst ein Leuchtpunktvisier nicht montieren, weil der Abstand zwischen den beiden zu gering ist. Das bedeutet, wenn du, und das ist jetzt wichtig, wenn du nur den Pfeilköcher seitlich montieren willst, aber kein Leuchtpunktvisier, kannst du jede Picatinny-Schiene nehmen. Aber wenn du oben ein Leuchtpunktvisier montieren willst und seitlich diesen Freund hier, brauchst du die dicke Picatinny-Schiene. Ist einfach so. Ist nicht meine Idee, geht sich nicht anders aus. Auch das ganz klar. Wie gesagt, Bohrungen seitlich
selber anbringen. Dann die Frage, die auch immer wieder gestellt wird, Compact, ja, wird ja ohne Griff und ohne Untergriff, Frontgriff ausgeliefert. Und das hat auch meiner Meinung nach einen Sinn. Muss man aber natürlich dazu sagen, es gibt Leute, die dann so schießen wollen, ja, und hier halten wollen, dann nicht so halten, auch wegen der Angst, dass man da vielleicht mit dem Finger reinkommt, aber wie auch immer. Natürlich kannst du hier einen Frontgriff montieren. Ob du jetzt den Standard-Frontgriff, den es auch einzeln bei uns gibt, von Steamboat montierst oder dieses Teil hier, das liegt alles an dir. Das ist das kleine leichtere, da habe ich auch schon einmal ein Video dazu gemacht. Auch das ist möglich. Den muss man halt drauf schrauben, der ist dann da fix montiert. Und den von Steamboat, den kann man unten drehen, der ist schneller verstellbar. Hat alles Vor- und Nachteile, das kann man natürlich tun. Aber er ist im Standardlieferumfang bei der Compact nicht dabei. Weil die Frage immer wieder kommt, wo ist der Frontgriff? Compact hat den nicht. Standardmäßig dabei ist ein Add-on. Bin auch der Meinung, dass man den nicht unbedingt braucht. So, Pro-Wurfarm. Der Pro-Wurfarm wird standardmäßig mit einem mit einer Sehne, mit einer Spannschnur sozusagen und zwei Bogenkappen geliefert. Und dieser 90 Pfund Pro-Wurfarm, da glaubt man, der ist so wie bei der Redback oder bei anderen Armbrüsten, aber auch wenn da 90 Pfund draufsteht, der ist, hat viel mehr Power, der hat viel mehr Zug. Da tut sich wirklich was. Komme ich gleich dazu. Jetzt kommt immer wieder mal die Frage, Reini, wie ist das, wenn ich jetzt hier diese Bogenkappen aufsetze, dann bewegen sich die leicht. Ja, solange keine Sehne drauf ist. Wenn du dann die Sehne da drauf poppst, dann ziehen sich die so fest und vielleicht auch einmal gespannt hast und geschossen hast, dass du sie normal gar nicht wieder runterkriegst. Und das ist dann die zweite Frage, die entsteht, ich krieg die nicht mehr runter, sind die angeklebt? Nein, die liegen ja dabei und durch den Druck, der da entsteht und beim Schießen, ziehen sich die so fest, dass man sie fast gar nicht mehr runterkriegt. Das heißt, am Anfang ist alles locker und dann nachher, nach dem Schießen, zieht es sich zusammen. Das ist so. Bitte, es steht auch da dabei, da steht, do not try fire. Ja, du bitte nicht trocken schießen. Warum? Weil der einfach massiv Energie hat. Auch beim Aufspannen nicht. Bitte diesen nicht trocken schießen unter keinen Umständen. Die Bogenkappe, die ganze Energie, die muss ja irgendwo hin. Normalerweise geht die in den Bolz, in den Pfeiler und der fliegt raus. Das geht dann nicht. Das heißt, die Energie muss irgendwo hin und sie geht dir eben auf diese Bogenkappen und die kriegen dann entweder reißen sie gleich oder sie kriegen einen Haarriss. Das bedeutet, wenn du einen Leerschuss gemacht hast, aus welchem Grund auch immer, dann musst du die Bogenkappen eigentlich wechseln. Du musst sie tauschen, du musst sie kontrollieren, weil die kriegen dann einen Haarriss und dann schießt man ein paar Mal, ding, 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 noch raus, drei, vier Mal oder zweimal oder auch nur einmal und dann springen sie komplett. Das bedeutet, der Pro-Wurfarm, das ist kein Spielzeug. Ich meine, das ganze Sportgerät ist kein Spielzeug. Aber der ist echt giftig. Aufpassen bitte. Bitte, bitte aufpassen. Und das ist auch der Punkt noch. Ich habe schon 100 Mal gesagt, ich weiß. Aber der Pro-Wurfarm, bitte nicht auf die Compact montieren. Man kannst du tun. Ja, da kam ein Kommentar. Reine, aber Steamboat bietet den Pro-Wurfarm als Zubehör an. Ja, eh. Aber der ist nicht für die Compact gedacht. Wenn du dir den kaufst mit deiner Compact und dann aufziehen probierst, wirst du merken, was ich meine. Das geht sie einfach nicht aus. Und selbst wenn es sich ausgeht, das ist einmal. Das bringt nichts. Der Pro-Wurfarm, den kannst du auf die Tactical montieren. Und was es vielleicht von Steamboat in der Zukunft noch geben wird an Armbrüsten, ja, wird man sehen. Aber nicht für die Compact. Das ist meine Empfehlung. Aber du bist erwachsen. Wenn du das kaufen willst, gerne auch bei mir, billige Eigenwerbung, so wie immer, dann kannst du das natürlich gerne tun. Aber ich empfehle es dir definitiv nicht. Gut. Und zu guter Letzt noch ein einziges Mal. Und ich verspreche, ich bin dann ruhig. Leerschüsse sind gefährlich. Da steht auch drauf, do not try fire. Wir haben einen Kunden, der hat, wenn dich das interessiert, schreib mal einen Kommentar, dann werde ich ein eigenes Video dazu machen. Und zwar, der hat einen Leerschuss gemacht, wahrscheinlich auch mehrfach, also einmal auf jeden Fall. Dem hat es den Bogen hier eingerissen, da an der Stelle. Wenn dich das interessiert, zeige ich den Bogen gern her. Kann auch einmal eine eigene Serie machen mit dem Pro-Wurfarm, Distanzen schießen und auf was man aufpasst. Wenn dich das interessiert, schreib mal einen Kommentar.
Das Ding ist wirklich gefährlich. Bitte, pro Wurfarm niemals, nie leer schießen. Weder beim Aufspannen der Sehne, noch einfach so zum Spaß. Ich weiß, dass es auf YouTube Videos gibt, die Compact, da steht dann hier CQ drauf, leer abschießen und sagen, ist alles überhaupt kein Problem und kann man tun und so weiter. Ich würde das nicht tun. Denn du weißt nicht, ob sich nicht doch irgendwann einmal die Bogenkappe hier verabschiedet. Das ist ein Verschleißteil übrigens auch. Also bitte, bitte, tu das nicht. Vergiss es. Do not try fire. Ausmaß. Jetzt bist du dran. Schreib mal gerne einen Kommentar. Auch einen Kommentar, ob du diesen Probewurfarm mal in Aktion sehen willst und soll ich ihn demolieren und einfach böse Dinge tun, die man eigentlich nicht tut, dann mache ich das gerne und ich zeige auch her, was da an Energie rausgeht. Dann schreib mir das sehr gern. Oder auch sowieso und überhaupt. Und dass das Video die billigste Eigenwerbung überhaupt ist, das muss da auch klar sein, denn ich gebe da den Link in meinen Shop. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Schau auch auf waldurlaub.at vorbei. Da kann man Bogenschießen, da kann man Armbrust schießen. Bei den einzelnen Camps haben wir Pfeilfangmatten und Pfeilsäcke dabei. Das heißt, da kannst du dann einmal auch das Ganze ausprobieren. Das war's. Bis dann und ciao, ciao. Do not try fire.